Hello zusammen, I'm your Vlog Dave, and today I'm gonna play Croc, Legend of the Gobbos. A game of my childhood, another one actually. Hope you don't mind me making these kinds of videos as well, because this is fun, like playing games and teaching you some German. That is a cool mixture, I think. So let's start this game, which was published, by the way, in 1997. And I was 6 years old back then, a long time ago. Und so beginnt das Abenteuer. So heißt das erste Level. Das ist Croc. Ach, ist er nicht süß. Als Croc müssen wir die Gobbos befreien. Das sind diese Kreaturen hier. Sie haben uns aufgezogen und wir möchten uns natürlich dafür bedanken und sie vor dem bösen Zauberer retten. Wir können eine Schwanzattacke durchführen. Wir können uns auf der Stelle drehen. Wir können springen. Und wir können und sollten Edelsteine einsammeln. Davon gibt es verschiedene. Das hier ist zum Beispiel ein rosa Edelstein. Was für eine merkwürdige Biene ist das denn? Oder ist es eine Hummel? Die Gegner kommen wieder? Was? Das geht doch nicht. Yay! Wir haben den ersten Gobbo gerettet. Und hier gibt es einen roten Edelstein. Vielleicht ist es auch ein Diamant. Ich weiß es nicht genau. Was verbirgt sich wohl in dieser Kiste, auf der ein Fragezeichen ist? Finden wir es heraus. Oh, wir sind reich! Naja, noch nicht wirklich, aber das wird noch. Und das hier ist ein Brunnen, der verschlossen ist. Wie bei vielen alten Spielen üblich, ist auch hier die Spielmusik wirklich sehr gut und auch sehr prägend für mich. Ein blauer Edelstein. Die Edelsteine sind sozusagen unsere Energie. Denn wenn wir uns verletzen, wie zum Beispiel hier, verlieren wir sie. Und hier gibt es ganz schön viel Lava. Hoffentlich verbrennen wir nicht. Und diese Plattformen brechen zusammen. Das rote Herz ist ein Leben.
Auch zu diesem Spiel habe ich übrigens ein komplettes deutsches Let's Play aufgenommen. Auch das findet ihr auf meinem Let's Play-Kanal Dave Durden TV. Dann gehen wir mal durch diese Tür. Und hier müssen wir im richtigen Moment springen. Was wir auch gemacht haben. Wir haben nur einen Zahn, sehe ich gerade. Und zwei große Augen. Ups, das war nicht so gut. Wusstet ihr, dass es einen Unterschied zwischen einem Krokodil und einem Alligator gibt? Ich glaube eigentlich, dass Croc ein Alligator ist und kein Krokodil, denn Alligatoren haben ein breiteres Maul, einen breiteren Kopf. Oh, meine Edelsteine. Ah, ihr müsst wissen, dass ich gerade mit dem Xbox-Controller am PC spiele und mit dem Analogstick ist das nicht so einfach. Vielleicht sollte ich das mal eben umstellen. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Das, was wir dort auf dem Rücken haben, ist ein Rucksack. So wie ihn Lara Croft zum Beispiel in den Tomb Raider Spielen trägt. Diese Spiele gehören übrigens mit zu meinen Lieblingsspielen. Ich habe auch schon eine Episode von Learn German with Games zu Tomb Raider 2 gemacht. Klickt einfach das Bild am Ende des Videos an, um diese Folge anzuschauen. Was höre ich da? Ein Maulwurf? Nein! Eine Schlange? Eine sehr neugierige Schlange. Ah! Verdammt! Wenn wir diesen Gong läuten, mit dieser schönen Eule drauf, dann haben wir das Level beendet. Vorher möchte ich natürlich noch alles andere erkunden. Hui! Ey. Das lassen wir mal schön bleiben. In diese Tür kommt man übrigens nur herein, wenn man in einem Level alle bunten Edelsteine gefunden hat. Ich habe die vorherigen Bereiche jetzt nicht nochmal gespielt, sondern nur den grünen Edelstein eingesammelt. Vielleicht kann ich die Schlange gar nicht töten. Das könnte natürlich sein. Oh, das wird ein knapper Sprung. Ach, verdammt, wir sind gestorben. Nein! Verdammt! Ha, das sieht einfacher aus, als es ist, müsst ihr wissen.
Naja. Ich glaube, man kann auch in diesen Brunnen springen. Oh, und wir halten uns an der Kante fest. So. Ich würde sagen, wir beenden das Level. Okay, that should be it for Croc, Legend of the Gobbos. I hope you enjoyed this game, and I'd even like to know, have you ever played this game before, or have you ever seen this game before as well? Because I think it's a pretty neat platformer, pretty neat jump and run game, as we like to say it in Europe, by the way. We don't say platform game or platforming game, we say jump and run. And by the way, I also have a Twitch channel for gaming-related live streams. You can follow me there for free, it's twitch.tv/vlogdave. I'm not gonna stream there on a regular basis, but every now and then, also with my friends Get Germanized, for instance, or Super Flash Crash, so feel free to tune in. Thanks for watching the video. If you enjoyed it, don't forget to leave a like and to share it with other people. And if you wanna support this channel even more, check out my Patreon page. A little tip per video can make a difference and help me a lot. Also feel free to follow me on social media. I'm your Vlog Dave, tschüss und bis zum nächsten Mal.